Hi, meine armen 10 Neulinge. Heute will ich euch leckere Würstchen zeigen. Es ist noch nicht ganz Sommer, Frühlingsanfang und vielleicht habt ihr jetzt schon Lust auf eine leckere Bratwurst. Und das möchte ich euch heute zeigen mit euren AMC-Töpfen, wie ihr die perfekt zubereiten könnt. So, was brauchen wir dafür? Würstchen natürlich. Es ist egal, ob ihr hier die dünnen Thüringer jetzt habt oder die dickeren. Das passt jedes Mal. Wir nehmen unsere Navigenia, unseren 3,5 Liter Topf 24 cm und den Pieper. Ja, kommt einfach ein bisschen näher und ich zeige es euch. So, meine Lieben, also wir nehmen unsere Navigenio, drehen hier am Rad, einmal auf Stufe 6 einschalten. Dann nehmen wir unseren Pieper, der hat hier zwei Knöpfe, drückt irgendwo drauf, ist egal wo. Jetzt dreht sich hier so ein Kreis, so ein Rädchen. Hier oben haben wir die Spitze, einen Pfeil, und den tun wir aufs Bratfenster drauf, aufs Fleisch. Drehen den zweimal rum, eins, zwei, und bleiben hier oben stehen, sodass wir hier das Symbol drin haben. Jetzt wird die Pfanne richtig schön knackig heiß, so circa 200-220 Grad, damit die Würstchen auch so richtig knackig werden. Ja? So, das dauert jetzt 3-4 Minuten, bis sie die Hitze erreicht hat, und danach fangen wir an mit den Würstchen. So, jetzt haben wir die perfekte Temperatur erreicht. Ich mache die Navigenio einmal aus, nehme den Pieper runter und drücke beide Knöpfe gleichzeitig, so dass der Pieper ausgeht. Nehme den Deckel, stelle ihn hin. Und der Topf passt perfekt in den Deckel rein. Und jetzt packe ich die Würstchen rein. So. Nimm die Navigenio, die hat hier zwei Griffe, dreh die um und pack die wie ein Deckel oben drauf. Wichtig ist, dass die hier eingerastet ist, dass sie nicht wegrutschen kann. Hier habe ich jetzt auch wieder das Menü. Ich drehe und schalte die Navigenio auf Stufe 2. Es macht keinen Unterschied, ob ich weiter drehe. Es gibt nur Stufe 2, das ist für alles, was kross im Endeffekt werden soll. Und dann gibt es noch Stufe 1, das ist für alles, was so langsam aufgehen soll. Also auf Stufe 2. Nimm den Pieper, drück irgendwo drauf, ist egal wo. Und wenn ich nochmal drauf drücke, habe ich hier jetzt 10 Minuten stehen. Ich gehe auf 2 Minuten runter. So, also hier macht man mehr Zeit, hier macht man weniger Zeit. Ich gehe auf 2 Minuten. Der verbindet sich jetzt per Bluetooth mit der Navigenio. Den Pieper könnt ihr einfach hier oben drauflegen. Und die Würstchen sind gleich richtig schön oben goldbraun. Dann wende ich die Würstchen einmal und backe die nochmal 2 Minuten von der anderen Seite. Und das war's schon. Und ist egal, ob ihr die dickeren oder die dünneren nehmt, die sind durch dann. Gucken wir mal gleich, wie es geworden ist. So, jetzt nehme ich den Pieper wieder runter, drücke beide Knöpfe gleichzeitig, damit er ausgeht. So. Gucken wir uns mal die Würstchen an. Die Navigenio schalte ich auch kurz aus. Jetzt drehe ich die Würstchen auf der anderen Seite. So, zack. Heiß. Ein wenig aber noch. So. So, dasselbe Spiel nochmal. Navigenio nehmen, oben drauf packen, dass sie wieder einrastet. Ich mache sie an, damit ich hier zwei Striche habe. Nehme den Pieper wieder, drücke irgendwo drauf, damit er angeht, drücke nochmal drauf und gehe dann runter wieder auf 2 Minuten. So, Pieper lege ich hier wieder hin. Und nach 2 Minuten habt ihr schön von allen Seiten goldbraune Würstchen, bisschen Ketchup oder Senf oder wie ihr auch wollt. Und zack, ihr könnt euch schon zu Tisch setzen. So, wir gucken gleich mal, wie es geworden ist. So, zack, Würstchen fertig. Pieper wieder beide Knöpfe gleichzeitig. Dann geht er aus. Navigenio einmal umdrehen. Und guckt euch die goldbraunen Würstchen an. So, den Teller damit. Und guten Appetit. Die Pfanne geht mega einfach sauber.
einfach nur kaltes Wasser rein mit ein bisschen Spülmittel und dann ist hier auch schon durch. So, das war's. Macht es nach, ist kinderleicht. Guten Appetit. Hi meine armen Neulinge, heute machen wir leckere Grillwürstchen. Es ist noch nicht ganz Sommer, der Frühling hat angefangen und vielleicht habt ihr jetzt schon Lust, so richtig schöne, knackige Grillwürstchen euch in den Mund zu schieben. Und genau, ein bisschen übertrieben. Okay, oh. Spaß, willst du schon? Okay. So, warte, nochmal. Wow!